herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Das, ich schäme mich etwas. Weil zum Glück welche interessante Gäste, die noch ganz andere Sachen vorzuweisen haben. Professoren Hilbert Meyer und Olaf Köller. Ich möchte jetzt nicht im Detail vorstellen, aber bei Herrn Meyer würde ich empfehlen, mal auf der Homepage zu gucken. Da ist eine kleine Autobiografie. Es sind ja zwei ganz verschiedene Typen hier an Pädagogikprofessoren. Herr Meyer repräsentiert sozusagen als, ich darf es sagen, Urgestein der... er hat gesagt, ich darf es sagen, jetzt bin ich doch nicht so gut. Ich bin da geschützt. Ich hatte gesagt fossil. Fossil. Bis jetzt dachte ich immer, fossil und Urgestein ist das Gleiche, zusammen. Aber müsste mir ein Archäologe mal genauer erklären. Jedenfalls könnte man an seiner Person die ganze westdeutsche und teilweise auch ostdeutsche Nachkriegsgeschichte erzählen, aber vor allem die Geschichte der deutschen Erziehungswissenschaft. Das ist sozusagen in Anführungsstrichen die alte Schule, in, wie auch immer man das jetzt im Detail werten möchte, das will ich hier gar nicht. Und Olaf Köller steht für den neuen Zweig der nach vorne preschenden Empiriker in der Bildungsforschung, die quasi mit PISA so eine Art Durchbruch hatten und sind ja inzwischen auch sehr viele Empiriker auf den erziehungswissenschaftlichen Lehrstühlen gelandet. Manche sprechen von der feindlichen Eroberung der Pädagogik durch die Psychologie. Dafür steht also Olaf Köller und ich würde die beiden Streits hin. Ich weiß noch nicht genau, wie meine Rolle ist, wenn er bremsen muss, weil sie sich an die Gurgel geht oder eher anstacheln muss, weil Streitgespräche manchmal unter zu viel Harmonie leiden. Mal gucken. Ich würde Sie jetzt zunächst bitten, kurz Ihren wissenschaftlichen Ansatz in dieser Frage darzustellen. Herr Meyer. Ja, ich bin auch der Meinung, dass zu viele Psychologen jetzt die Schulpädagogik-Lehrstühle besetzen. Wenn ich heute mich neu bewerben müsste auf eine Stelle in Oldenburg, würde ich sie nie bekommen, weil mein Profil nicht den heute formulierten Standards an empirische Forschung entspricht. Und die Frage, ob das ein guter Hochschullehrer ist, spielt immer weniger eine Rolle und das finde ich fatal. Ich selbst bin Bildungstheoretiker, das garantiert in keiner Weise, dass man ein guter Hochschullehrer ist. Aber insofern ja, bin ich ganz anders groß geworden als er. Ich habe bis heute kein einziges richtig seriöses empirisches Forschungsprojekt gemacht. Ich habe ungefähr 150 Mini-Projekte im Rahmen der Aktionsforschung begleitet, die Lehrer und Studenten bei mir an der Uni Oldenburg zusammen gemacht haben. Das ist für mich auch Empirie. Und ich saß mal zusammen mit Eckhard Klime, den einige hier im Saal ja kennen müssten, auf einem Podium. Und Eckhard Klime sagte, die Lehrer stören nur bei der empirischen Unterrichtsforschung, weil sie so viele falsche Konzepte im Kopf haben und dadurch durch ihre Antworten die Wahrheit verschleiern. Und ich habe widersprochen und gesagt, nein, der Erfahrungsschatz der Lehrer, der muss nur richtig gehoben werden. Der kann sehr, sehr wertvoll sein. Das ist eine ganz andere Tradition. Also das stört mich an den Empirikern, dass die manchmal dazu neigen, nur das für wahr zu halten, was sie selbst erforschen können. Vielen Dank, Herr Köller. Herr Klima ist nicht da, aber ja. Nehmen wir Sie. Also, zunächst einmal, ich habe ganz viele empirische Forschungsprojekte durchgeführt. Ob die seriös waren, ist eine andere Frage. Aber vielleicht zu meiner Positionierung. Sie haben schon so ein bisschen gemerkt, Herr Meyer hat schon so in mir den Bad Guy hier dargestellt. Das werde ich heute auch fortführen, aber glauben Sie im Sinne von Udo Lindenberg, eigentlich bin ich ganz anders. Aber um auf meine wissenschaftstheoretischen Grundlagen zu rekurrieren. Ich bin überzeugter empirischer Bildungsforscher im Sinne des kritischen Rationalismus Poppers. Das heißt, worum es mir geht letztendlich, wenn ich Schulforschung betreibe, ist, ich brauche gute Modelle, gute Theorien über erfolgreichen Unterricht beispielsweise, die aber nicht vom Glauben getragen sind, sondern ich will dafür empirische Evidenz sehen. Ich will in großen Stichproben, in repräsentativen Stichproben, in beobachtetem Unterricht sehen, dass Modelle gelingt, guten Unterrichts auch tatsächlich auf Seiten der Schülerinnen und Schüler zu besseren Leistungen führen. Das führt natürlich dazu, dass ich alles messen will. Darauf will er mich jetzt wahrscheinlich schon festnageln. Und ich sage auch immer wieder, das mag Hilbert gar nicht gerne hören, alles, was wir nicht messen können,
gibt es nicht. Und wenn Lehrerinnen und Lehrer behaupten, es gibt viele Dinge nicht, die wir messen können, aber sie können das unterrichten, würde ich auch weitergehen. Alles, was man unterrichten kann, kann man auch messen. Das heißt, alle Gegenstände, die sie unterrichten, alle Themen, können wir im Prinzip auch messen. Und ich streite mich dort auch gerne natürlich so mit, zum Beispiel mit Fachdidaktikern in den Fremdsprachen, die sagen, interkulturelle Kompetenz ist so wichtig. Und dann sage ich immer nur, wenn das wichtig ist, müssen wir es auch messen können. Und wenn wir es nicht messen können, gibt es das nicht. Das vielleicht so zu meiner Positionierung. Und das genau ist die Hybris der hartgesonnenen Empiriker. Also Emanzipation kann man nicht messen. Dann hätte man sie ja verdinglicht. Und das ist ein grundsätzlicher Widerspruch. Ihr habt mit Dialektik nichts am Hut, das ist nicht weiter schlimm, aber gerade die klassische Didaktik aus der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, Klafki, Klingberg, Benner, mein Doktorvater Herwig Blanke, das waren alle Dialektiker und ich sehe, dass das verloren geht in der aktuellen allgemein und fachdidaktischen Diskussion. Vielleicht deswegen, Hilbert. Ja, vielleicht deswegen, maybe. Aber für mich ist es ein Verlust. Ja. Und ich sage, einfach nur zu sagen, was durch Forschung erfasst ist, ist wichtig, das andere nicht, akzeptiere ich nicht. In John Hattie's Studie, die viele hier kennen, taucht das Stichwort demokratische Unterrichtskultur und Demokratieerziehung überhaupt nicht auf, an keiner Stelle. Ja. Ist das unwichtig? Aber in unseren Lehrplänen taucht das meistens auch nur in der Präambel auf. Danach nie wieder. Ja, das ist das Problem. Da muss dran gearbeitet werden. Ich kann doch aus schlechten empirischen Befunden nicht ableiten, dass das unwichtig ist. Okay, ich würde vorstellen, wir machen hier mal schnell. Verspricht ja schon mal nicht langweilig zu werden. Es geht ja immer, wenn man als außenstehender Staatsbürger, Vater, wie auch immer daran geht, ist ja schon die interessante Frage, wie wissenschaftliche Erkenntnis Auswirkungen, zwar möglichst positive, auf die Praxis hat. Das ist ja auch in diesem Themenbereich das Interessante, dass es halt darum geht, nicht nur Erkenntnisse zu haben, sondern auch irgendwie besseren Unterricht. Vielleicht muss der Unterricht gar nicht gut sein, letztlich diese Schüler was Vernünftiges lernen. Und darüber reden wir jetzt im Weiteren. Wir hatten als Leitfrage das Thema, was ist eine gute Lehrperson? Als Journalist würde ich sagen, was ist ein guter Lehrer, was ist eine gute Lehrerin? Ich habe schon vorhin gesagt, Person war bei meiner Großmutter immer so ein Schimpfwort. Diese Person verbreitet sich jetzt aber im Sinne des Gender Mainstreaming. Das kommt aus der Schweiz. Die Schweizer sagen nur Lehrpersonen an der Stelle und das sickert so langsam bei uns hier rein. Wir sagen auch gerne LPS einfach. Ja, das ist die neue Welt dann. Ich befinde mich dazwischen. Gut, aber wir fragen mal Sie beide, was ist denn eine gute, in Ihren, oder in einem Schweizer Dialekt, eine gute Lehrperson, Herr Mayer? Ja, wir haben das vorher ein bisschen abgesprochen und sagen, ich werde jetzt 10 Merkmale einer guten Lehrperson ganz kurz skizzieren. Olaf Köller darf gerne intervenieren, wenn du es beim Einzelpunkt anders... Ich reduziere das hinterher. Ja, und das finden Sie auch im Skript auf Seite 9. Vorweg sage ich, die Frage, die Sie ihm gestellt haben, ist genau die richtige. Was heißt das denn praktisch? Das heißt, ich finde es wichtig, dass nicht Tugendkataloge gemacht werden oder dass, wie früher versucht wurde, die charismatische Lehrerpersönlichkeit beschrieben wird, das bringt uns überhaupt nicht weiter. Wir wissen... Da sind Sie sich einig, ne? So ein Punkt. Völlig, ja. Wir sind uns... Das wollte ich nur mal notieren. Ja, das täuscht jetzt ein bisschen. Hilbert ist meistens mit mir einig, ich noch nicht mit Ihnen. Wenn wir lange genug diskutieren, werden wir in fast allen Punkten einig. Gut, so Tugendkataloge helfen nicht weiter. Ich muss einen Schwerpunkt darauf legen, was tut eine gute Lehrperson? Und... ich sage, das sollte in Tuchfühlung mit der Praxis erfolgen und auch in Tuchfühlung mit der 200 Jahre alten pädagogischen Tradition, über gute Lehrer und Lehrerinnen nachzudenken. Das ging mit Pestalozzi los, mit Humboldt und vor allem mit Herbert, dem aus Oldenburg stammenden Johann Friedrich Herbert, der schon sehr viele kluge Aussagen über eine gute Lehrperson gemacht hat. Ein Satz, der wird oft zitiert von ihm, heißt: Der 90-jährige Dorfschulmeister hat nicht mehr Erfahrung als die seines 90-jährigen Schlendrians, aber hat er auch die Kritik seiner Methode. Dieser Nachsatz, der ist der Entscheidende, hat er die Kritik seiner Methode. Das ist ein Professionalisierungskonzept von vor 200 Jahren. Ein guter Lehrer kritisiert sein eigenes methodisches Handeln. So, 10 Merkmale.
Erstens, eine gute Lehrperson versteht es, ein Arbeitsbündnis mit den Schülern herzustellen. In der ersten Klasse ist das kein Thema. Die Schüler kommen und wollen sowieso lernen. Da ergibt sich das von selbst. In höheren Klassen kann das ein Problem werden. Und da muss man sich anstrengen. Eine gute Lehrperson versteht sich als Lernhelferin. Und jetzt komme ich zu einer Frage, da sollen wir in 3 Jahren das nächste Gespräch machen. Was ist ein guter Schüler? Das wird merkwürdigerweise ganz wenig diskutiert. Über einen schlechten Schüler zur Not, aber nicht über einen guten Schüler. Guter Schüler lässt sich von einem Lehrer, einer Lehrerin helfen beim Unterricht. Zweitens, eine gute Lehrperson versteht ihr Handwerkszeug. Und jetzt kommt gleich die nächste Attacke, du kannst ja reagieren. Die ganze Koaktivforschung, die hier im Studiengang eine große Rolle spielt, erfasst vor allem das Wissen von Lehrpersonen. Vor allem, es wird betont, dass es Haltungen gibt und Kriterienkataloge und Motivationsstrukturen, aber erforscht wird das Wissen. Und das ist zu wenig. Elmar Tennort, der Berliner Schulpädagoge, der hat sehr deutlich gesagt, dass eigentlich spannender am Lehrberuf ist, doch, dass wir viele implizite Bestandteile haben. Ein Handwerkszeug, das nicht immer bewusst ist, das ein Stück weit bewusst gemacht werden kann. Du wolltest widersprechen. Mach ich hinterher. Okay. Ich würde auch sagen, machen Sie jetzt Ihre 10 Punkte, weil wir können quasi die ganze Veranstaltung anhand Ihrer 10 Punkte sonst machen. Punkt 3, demokratische Unterrichtskultur. Habe ich vorhin schon erwähnt, sage ich nichts mehr dazu. Selbst wenn bei Forschung herauskommen sollte, dass die kognitiven Lernerfolge ein wenig sinken, bin ich der Meinung, dass das sein muss. Wo sonst, wenn die in der Schule, können die Schüler das nochmal exemplarisch lernen. Ich bin schon bei Merkmal 5, Sie können das im Handout lesen, pädagogischer Takt. Das ist wieder eine Anleihe in der 200-jährigen Geschichte. Der Jörn Herbert, der eben schon zitierte, der hat gesagt, eine gute Lehrperson hat pädagogischen Takt. Das hat nichts mit dem Freiherrn von Knickel zu tun. Damit ist gemeint, die Fähigkeit, Theoriewissen situationsspezifisch anzuwenden. Da, denke ich, gibt es überhaupt keinen Widerspruch. Genau darauf kommt es an. Das wird jetzt auch ansatzweise erforscht, wie Reflexionsfähigkeit von Lehrern beginnt. Eine gute Lehrperson kann mit widersprüchlichen Erwartungen an ihr eigenes Handeln umgehen. Das haben wir ja fortwährend. Sie soll gerecht sein, aber auch möglichst viel individuell fördern. Das kollidiert fortwährend miteinander. Sie soll freundlich streng sein, Distanz wahren. Nach Odenwald-Kalamitäten ist das ja so wichtig geworden und dennoch muss die Nähe hergestellt werden. Merkmal 7. Eine gute Lehrperson begegnet ihren Schülern mit Respekt. Selbst dann, wenn die Schüler respektlos sind. Ich war gerade in Ghana im Unterricht, in einer berufsbildenden Schule. Ich kam da rein, der Lehrer wusste, dass ich kam. 20 Minuten nach Stundenbeginn, wir wechseln durch mehrere Klassen, kam ich erst dahin. Da kniete ein 18-Jähriger auf dem Fußboden mit dem Gesicht zur Tafel, zur Wand. Und der Lehrer unterrichtete mit einem langen Knüppel in der Hand die restlichen 30 Schüler dort in Englisch. Und ich sagte meinem Begleiter, das ist doch eine total respektlose Situation. Und er sagte, nein, das ist ein junger Lehrer, der muss sich erst Respekt verschaffen. Da entnehme ich, dass eben auch solch eine ganz wichtige Kategorie wie gegenseitiger Respekt sehr kulturspezifisch ist. Ich war auch öfters in China im Unterricht, da sieht das völlig anders aus, wie die Lehrer mit den Schülern umgehen als hier bei uns. Hier sollten wir eine ganz hohe Erwartung an respektvollen Umgang haben, denn nur wenn die Lehrer respektvoll sind, können auch die Schüler respektvoll sein. Es gibt eine neue Studie von Anne-Dore Prengel aus Brandenburg, wo sie nach streng definierten Kriterien für respektvolle und respektlose Situationen 1000 einzelne Interaktionssituationen analysiert hat und herausgerechnet hat, 26% waren respektlos nach ihren Kriterien. Das ist viel zu viel. Und ich glaube, dass wir Hochschullehrer viel zu wenig in solche Situationen reinkommen. Wenn ich irgendwo im Klassenzimmer bin, dann verhält sich kein Lehrer so respektlos. So, Rest erkläre ich nicht weiter. Das waren für mich die wichtigsten 7. Vielen Dank. Das ist doch eigentlich relativ einleuchtend, was Herr Meyer erzählt. Finde ich teilweise auch. Auf der anderen Seite, die empirische Bildungsforschung versucht doch klarer, Personenmerkmale von ihrem Verhalten zu trennen. Zeigt Respekt,
ist ja im Grunde genommen schon eine Handlung. Das heißt, was wir stärker versuchen, ist ganz klar zu trennen, was sind Merkmale auf der Personenebene. Da haben wir die Big Four bei den Lehrkräften, eben nicht nur Wissen, komme ich gleich drauf. Und was sind die Kernmerkmale der Handlung im Unterricht? Das sind unsere Big Three dann im Grunde genommen, die ich ganz kurz erläutere. Also wir haben, wenn wir uns anschauen, wodurch zeichnen sich erfolgreiche Lehrkräfte aus? Zum einen durch ihr professionelles Wissen. Pädagogisches Wissen, Fachwissen, fachdidaktisches Wissen als Kernmerkmale. Das zweite Merkmal, neuerdings wird von Enthusiasmus gesprochen. Sind die Lehrkräfte enthusiastisch in Bezug auf ihr Fach? Lieben sie ihr Fach und zeigen sie das auch, dass sie ihr Fach lieben? Das dritte, müssen sie ihr Fach lieben oder müssen sie ihre pädagogische Aufgabe lieben? Beides. Ja, beides. Wenn du nur signalisierst, dass dein Fach doof ist, wird das kein Schüler gut finden. Also unser geliebter Manfred Spitzer hat einen Vortrag gehalten in Olmbrich und sagte, das Einzige und Entscheidende ist, die Lehrer müssen ihren Enthusiasmus rüberbringen. 800 Kollegen klatschen alle, 800 Kollegen, die alle wissen, dass das alleine nicht reicht. Ja, vor allem, was hat das mit Hirnforschung zu tun? Aber das ist nicht mein Punkt heute. Also jetzt muss ich nochmal anfangen. Professionswissen, Enthusiasmus, selbstregulative Fähigkeiten. Habe ich Ressourcen, um den alltäglichen Stress zu bewältigen? Also ist es nur meine Frau oder mein Mann, der abends meinen Kopf auf die Schulter legt und ich weine mich aus? Oder habe ich eigene Ressourcen, um mit dem Stress der Schule umzugehen? Und das vierte Merkmal schließlich, naive Theorien oder subjektive Theorien darüber, wie Lernen funktioniert, wie Unterricht funktioniert. Und diese schlägt sich eben nieder dann im Unterrichtshandeln. Und da haben wir die Big Three. Was macht guten Unterricht aus? Kognitive Aktivierung. Bringe ich die Schülerinnen und Schüler dazu, dass sie denken? Also es geht um kognitive Aktivierung, es geht nicht um Aktivierung. Also nur, dass man von einer Station zur nächsten läuft, heißt noch nicht, dass man denkt. Das zweite ist konstruktive Unterstützung. Wenn Schülerinnen und Schüler Fehler machen, sind Lehrkräfte beispielsweise in der Lage, diesen Fehler aufzunehmen, ihn auch fortzuführen, bis dieser Fehler selbst auch als Fehler erkannt wird beispielsweise, aber auch wird Unterstützung gegeben beim nächsten Schritt. Und das letzte ist schließlich Classroom Management. Also sind Lehrerinnen und Lehrer in der Lage, die 45 Minuten oder die 90 Minuten, je nachdem, wirklich für Unterricht zu nutzen. Das sind so die drei großen Merkmale, auf die sich die Empiriker kaprizieren. Und das Schöne bei diesen vier Lehrermerkmalen und drei Unterrichtsmerkmalen, wir können sie alle messen. Ja, so, und jetzt sage ich gerne diese drei Kriterien, kognitive Aktivierung, Förderung, klassischer Köln, teile ich selbstverständlich auch. Das ist sehr vernünftig und das liegt natürlich auch an dem hohen Abstraktionsgrad. Wenn man die Qualitätsdimension einer Lehrperson überhaupt nur noch in drei solchen abstrakten Definitionen erfasst, dann ist fast immer ein Konsens da. Wer wollte dagegen sprechen? Ja, wobei die Stärke dabei ist, Hilbert, dass man sie für jedes Fach natürlich ausbuchstabieren muss. Also was ist kognitive Aktivierung im Mathematikunterricht, was ist es im Naturwissenschaftsunterricht, was ist es im Sprachenunterricht? Und das ist dann natürlich die Leistung auch der Fachdidaktik, der Fachkonferenzen auch in den jeweiligen Schulen. Was heißt denn eigentlich kognitive Aktivierung? Was heißt denn eigentlich wirklich die Schülerinnen und Schüler zum Denken, zum kognitiven Arbeiten in den jeweiligen Fachunterricht zu bringen? Und deswegen auch ganz klar, die Stärke, die wir heute haben, auch in der Unterrichtsforschung, ist, dass die Fächer eine viel größere Rolle spielen. Dass wir eben diesen hohen Abstraktionsgrad, den ich mit diesen großen drei Dimensionen genannt habe, runterbrechen müssen auf das einzelne Fach. Auch da stimme ich dir völlig zu. Ich habe zwar eine Professur für allgemeine Didaktik gehabt, aber war immer der Meinung, es geht nur über die Fachdidaktiken. Genau. Das habe ich von meinem Doktorvater Helwig Blankertz gelernt, der da Hegel dialektisch zitiert, die Wahrheit der Allgemeinbildung liegt im Speziellen. Ich muss mich irgendwo vertiefen und dann kann ich zu allgemeinen Aussagen kommen, sonst wird es kalter Kaffee, der von oben herüberkommt. Wenn ich noch eben einmal nachfragen, du hattest eben gesagt, ja, wir gucken dann, welche naiven Theorien der Lehrer haben. Das ist ein Wort, was ich nie benutzen würde an der Stelle. Die sind nicht naiv, die sind nämlich erfahrungsgesättigt. Die Lehrperson, die da irgendeine solche persönliche Theorie entwickeln, so nenne ich das nämlich persönliche Theorie. Ist das Gleiche. Ist das Gleiche, aber wir streiten darüber, ob das naiv ist. Das kann hochreflektiert sein. Ja, wir sprechen auch gerne von subjektiven Theorien. Ja, ich hätte, wenn man zwischenfragen darf, Herr Mayer, Sie haben ja 10 Kriterien genannt. Und wenn Sie die nicht messen, dann müssen Sie ja zumindest die irgendwie beurteilen. Also wenn Sie wenn die Frage ist, was ist ein guter Lehrer, dann muss den 10 Kriterien entsprechen.
Beurteilen Sie das ohne zu messen? Ja, ich habe eben ein bisschen überzogen und wir müssen jetzt klären, was heißt messen. Heißt messen operationalisiert, quantitativ, exakt ausrechnet mit Signifikanztests und allem, was rauskommt. Dann ich halte es für nötig, dass die quantitative Forschung, die in den Mediendebatten als einzige eine Rolle spielt, dass die ergänzt wird durch die qualitative Forschung. Gerich Breidenstein, Schülerjob, eine tolle ethnografische Studie, wo er auch mit wissenschaftlichen Methoden, aber eben ohne solche generalisierten Datenbänke, zu sehr guten Ergebnissen gekommen ist. Also ich habe ihn ein bisschen überzogen, ich habe überhaupt nichts gegen das Messen. In meinen Veröffentlichungen benutze ich ja fortwährend zum Beispiel die John Hattie-Ergebnisse, aber ich mache da einen feinen Unterschied. Ich sage, die dienen der Absicherung einer theoretisch zu begründenden Position. Sie sind nicht die theoretische Begründung. Wenn Hattie irgendwas schreibt oder wenn ich in China sehe, wie ein sehr strenger, total lehrerzentrierter Unterricht zu höchsten Lernerfolgen führt, ja, dann kann ich doch auch daraus nicht ableiten, 1:1, aha, so muss es sein. Also messen ist selbstverständlich nötig. Davon haben vor allem die Kultusminister was für die Steuerungspolitik. Die einzelne Lehrperson im Klassenzimmer nicht so viel. Ich wollte nur die Frage, wie würden Sie zum Beispiel beurteilen, wenn messen oder wie auch immer das im Unterricht demokratisch abläuft. Also, ja, jetzt zugucken, teilnehmende Beobachter oder? Sind mich an der schwächsten Stelle erfasst. Ich sage ja, alles, was man nicht messen kann, gibt es nicht. Doch, das gibt es. Also ich würde Interviewstudien machen mit Lehrpersonen. Was haltet ihr denn überhaupt für ein demokratisches Element? Da gibt es ja auch viele Vorschläge. Wolfgang Edelstein hat ein sehr schönes Buch, Praxishandbuch Demokratieerziehung gemacht. Da werden diese Instrumente vorgeführt, mit denen Demokratie im Klassenzimmer gemacht werden kann. Ich möchte vor allem auch testen, wo diese Lehrpersonen demokratische Kultur einrichten wollen. Das hat ja keinen Sinn, über Sachfragen eine Abstimmung zu machen. Mhm. Nicht? Es muss wirklich um entscheidungsfähige Fragen gehen und um Partizipation, das ist das große Stichwort. Dazu gibt es auch eine Forschung, mein eigener Zwillingsbruder hat da in Hamburg einiges gemacht, Partizipation im Fachunterricht Gymnasium, der hat ein 3-Stufen-Modell und herausgekommen ist, in allen Fällen, die Sie da untersucht haben, ist nur die Stufe 1 erreicht worden. Stufe 3 nicht und nicht mal 2, bis auf so eine kleine Ausbuchtung. Also, das gibt Orientierungswissen und die einzelne Lehrperson kann einiges daraus ableiten, aber ich bin sicher, dass in den nächsten Jahren solche Forschungen kommen werden. Dass, ob ein Klassenrat funktioniert und ob er mittelfristig Sozialverhalten verändert. Das müsste zu erforschen. Nein, es ist es aber nicht. Zumindest nicht vor 10 Jahren, als ich mein Buch Guter Unterricht geschrieben habe. Da hieß das erste Kennzeichen für guten Unterricht, baut auf einer demokratischen Unterrichtskultur. Ich habe es dann nicht zu einem der 10 Merkmale gemacht, weil ich keine empirische Studie gefunden habe, in der nachgewiesen wurde, dass meinetwegen Konfliktlotsenprogramm oder so tatsächlich die Sozialkompetenz erhöht. Da fehlt noch sehr viel. Herr Köller, könnten Sie das messen, ob die Unterrichtskultur, die Herr Mayer fordert, ob die erreicht wird? Also was wir zumindest messen können, ob Unterricht letztendlich die auf Schülerseite gewünschten Effekte hat. Also wir haben ja mehrmals schon internationale Studien gehabt, zu Civic Education beispielsweise, wo wir ja solche Instrumente haben zum Demokratieverständnis oder auch Einstellung gegenüber Minoritäten, Maße, Chauvinismusmaße, also insofern ist es nicht das Problem, das zu messen. Das Problem, was wir, glaube ich, gerade in diesem Bereich Demokratieverständnis haben, egal welchen Lehrplan Sie lesen, meistens, früher war es zumindest so, Hartmut von Hentig durfte die Präambel schreiben, da standen dann blumige Worte über Demokratieverständnis, was Schule alles leisten sollte, wenn ich jetzt mal die Mathematikcurricula nehme, da hat man die erste Seite aufgeschlagen, da ist es nie wieder aufgetaucht, sondern da wurden dann für das jeweilige Fach die Ziele des Unterrichts runtergebrochen, ohne dass man auch nur ansatzweise einen Hinweis bekommen hat überhaupt, wie setze ich das denn jetzt im Unterricht eigentlich um? Und dann hatte letztendlich der Religionsunterricht, der Philosophieunterricht, der Politikunterricht, die ganze Sozialkunde, das waren dann die Fächer, wo das expliziert wurde. Ansonsten, ich merke, ich habe heute Morgen schon einen Vortrag über Hattie gehalten in Wedel, da haben wir genau auch wieder das diskutiert, aber Wissen im Fachunterricht ist alles nicht so wichtig, die müssen noch Demokratielernen machen. Und dann, wenn ich die Frage, was heißt denn das für Sie, Mathematikunterricht, was machen Sie denn da? Dann sitzen wir so ähnlich da wie hier jetzt. Ja. Aber jetzt würde ich sagen, da hat die Zunft der Schulpädagogik eine hohe Verantwortung. Und da kann ich doch nicht sagen, ihr Lehrer habt das noch nicht gepackt. Also vergessen wir das als Forschungsthema. Deswegen wurden Sie auch von den empirischen Bildungsforschern ersetzt. Ja,
Nein, ich meine, dass jetzt wir alle in der Zunft Anstrengungen machen müssen, auch als Wissenschaftler, um Settings, Situationen zu beschreiben, in denen das ansatzweise möglich ist. Es gibt ja eine lange Geschichte, der Janusz Korczak hat ja sogar mit Schülergerichten experimentiert, da waren nicht strikte davor, das überfordert die Schüler. Ein paar Leitlinien muss man da beachten, aber ansonsten wünschte ich mir auch von diesen vielen Psychologen, die heute die Lehrstühle besetzen in Schulpädagogik, dass die losbrechen und sagen, das ist ein wichtiges Thema, das entspricht unserem gesellschaftlichen Selbstverständnis und da regen wir auch an und nehmen nicht nur zur Kenntnis, was in der Schule passiert. Ja. Wobei ich dieses Feld auch gerne mit den Fachdidaktikern überlassen würde. Weil Erich Wittmann zum Beispiel, Dortmunder Fachdidaktiker, der immer wieder argumentiert, wenn ich im Fachunterricht eine gute Gruppensituation herstelle, in der die Gruppe erfolgreich lernt, wird das auch viele soziale Nebeneffekte haben, positive Respekt auch zur Folge haben. Und das finde ich auch ehrlicher, dass man sagt, es geht uns nicht intentional um das soziale Lernen, sondern es ist ein Side-Effekt. Das nehmen wir so einfach en passant mit, wenn der Fachunterricht gelingt, optimieren wir auch gleich die anderen Ziele. Aber Sie sind dran. Dann muss ich noch eben einwerfen. Genau das nennt Herbert erziehenden Unterricht. Genau. Die Erziehungsaufgaben, die die Schule hat bis heute, bis zur Universität, ich hatte eine Erziehungsaufgabe auch noch nie, sind eingewickelt in die fachliche Auseinandersetzung. Und das macht vieles einfacher. Ich würde gerne nochmal auf die Hauptfrage lenken. Und zwar, die Hauptfrage für uns ist ja, wie bekommen wir es hin, dass wir gute Lehrerinnen und Lehrer haben. So, und das ist für mich, ich beschäftige mich ja nicht wissenschaftlich oder so als interessierter Beobachter eine Weile damit. Es gab vor 14 Jahren, wo ich von Teerhard dieses Gutachten für die KMK, wie man die Lehrerausbildung verändern muss. Damals hat der Hermann Lange, so ein Staatsrat aus Hamburg, der sehr bedeutend war, hat gesagt, wir wissen überhaupt nicht, was Lehrer im Studium lernen müssten, um hinterher ein guter Lehrer zu sein. Ich habe den Eindruck, also mein Eindruck als naiv, ist, dass wir noch nicht viel weiter sind. Die Fragen sind ja, könnte man aufdröseln, bewerben sich überhaupt die Richtigen fürs Lehren, also für das Studium? Erste Frage und die zweite Frage, wer weiß man überhaupt schon, wie man eine gute Lehrer ausbildet? Soll ich anfangen? Ja. Wir haben eine wunderschöne Studie am IPN, wo wir uns die Frage gestellt haben, worin unterscheiden sich eigentlich MINT-Lehrkräfte, allerdings mit der Beschränkung aus Gymnasium, worin unterscheiden sich eigentlich MINT-Lehrkräfte von Einfach-Bachelor im MINT-Bereich? Also die Einfach-Bachelor sind die, die das Hauptfach studieren, also die werden dann Diplom-Mathematiker oder Diplom-Physiker und nicht Lehrkraft. Die erste Hypothese, die natürlich immer alle haben, und das ist ja auch Volkes Stimme, die einen sind ein bisschen doof, deswegen machen sie Lehramt. Wir haben schöne Daten, die zeigen keinerlei Unterschiede in der kognitiven Eingangsselektivität von Lehramtsstudierenden im MINT-Bereich und einfach Bachelor. Ja, das heißt, es ist in allen anderen Fächern, nicht nur im MINT-Bereich. Ja, wie gesagt, wir haben eine MINT-Studie, wir sind ja IPN, wir müssen uns ja um MINT kümmern, wir dürfen uns ja nicht um Englisch oder Deutsch kümmern. Also die klare Botschaft, es ist keine negative kognitive Selektion. Die zweite gute Botschaft, da die Kernvariable, auf der sich Lehrkräfte und Diplomleute oder Masterleute im Fach unterscheiden, ist das soziale Interesse. Das heißt, Lehramtskandidaten haben deutlich höheres soziales Interesse. Das heißt, die Antwort ist etwas vereinfacht gesagt, zumindest im Gymnasialbereich, die richtigen Leute studieren Lehramt. Was dann die Ausbildung betrifft, wir haben ja seit 2004 bzw. 2008 Standards für die Lehrerbildung. Das heißt, die KMK hat ja aufgeschrieben, was soll man am Ende der ersten Phase kennen überwiegend, der Ausbildung, was soll man nach der zweiten Phase können. Das Interessante ist, dass diese Bildungsstandards, glaube ich, weder in den Universitäten eine große Rolle spielen, in den Angeboten, wenn wir Lehrkräfte ausbilden, noch in den Landesinstituten, ähnlich wie an der Hochschule, die Hobbys der Fortbildner gepflegt werden und weniger die Standards der KMK zur Kenntnis genommen werden. Vielleicht Hobbys der KMK. Ja, ich würde auch gerne antworten, haben wir die richtigen? Ja. Ich war erleichtert, als ich diese Studien gelesen habe, dass der Durchschnitt der Lehramtsstudierenden nicht dümmer ist als der Durchschnitt der Soziologie und Jura und sonst was. Sie sind auch in Ihrer Persönlichkeit unauffällig. Ja, nur die Medizin. Die müssen da ein bisschen raus. Jetzt
Frage, was bewirkt die Lehrerbildung, was muss sich da alles verändern? Ja, ein weites Feld. Ich teile da Ihre Einschätzung gestern, da wissen wir noch viel zu wenig. Wenn wir zur Hattie-Studie greifen, das tun ja alle, dann ist es die große Katastrophe. Hattie ermittelt als Effektstärke für Lehrerbildung, ich glaube 0,12 oder 0,37. Nee. Doch. Ja, nee. Nee, das ist Lehrerfortbildung. Das ist der Lehrer. Du hast recht. Nur die Lehrerbildung ist 0,12. Wenn wir da Hattie beim Wort nehmen würden, müssten wir die Lehrerbildung erste Phase einstellen. Zweite gibt es bei Hattie ja. Die zweite Phase gibt es bei Hattie ja gar nicht, so dass ich ganz sicher bin, dass wenn im Deutschland eine solche Studie gemacht würde, deutlich andere Werte herausgeben. Kann man ja auch mit Coactiv R oder so belegen. Also, dass die Lehrerbildung so gut wie keinen Effekt hat auf die Lernerfolge der Schüler, das glaube ich schlicht nicht, aber wir müssen da sehr viel genauer forschen. Da haben Sie völlig recht. Und wir haben schlechte Bedingungen, weil durch diese Umstellung auf Bachelor und Master wirklich sehr blöde Strukturen in weiten Bereichen des Lehramtsstudiums eingezogen sind. Okay, aber Professor Mayer, wenn Sie sagen, wir wissen eigentlich relativ wenig, Sie haben ja, sind ja vehement für die einphasige, einstufige Lehrerausbildung hier eingetreten. Also müssen Sie da irgendwie den Stein des Weisen schon gesehen haben. Ja, also die wenigsten im Saal werden das hier wissen. Wir hatten von 1975 bis ungefähr 87 einphasige Lehrerausbildung. Die letzten drei Semester bekamen die Studenten dasselbe Geld, was sonst die Referendare bekommen. Und sie machten dann auch integriert das zweite Examen. Ich habe also in Russisch und Mathe und Latein und sonst wo diese Examensprüfung mit abgenommen. Wir haben eine Vergleichsstudie gemacht. Wir haben festgestellt, das war kostneutral, nicht teurer als die erstaunlich teure zweite Phase. Also an meiner Fakultät haben wir ein Stellenspektrum deutlich unterhalb eines normalen Studienseminars für Gymnasiallehrer. Es war kostneutral, aber diese Detailanalysen, was bewirkt was, haben wir damals nicht gemacht. Ich habe nur eine private Verbleibsforschung, Absolventenforschung gemacht. Die haben, obwohl der Philologenverband damals vor 40 Jahren sagte, das sei die größte Fehlentscheidung und Katastrophe, die haben so massenhaft Karriere gemacht, sitzen in den Regierungspräsidien und sonst wo, haben Firmen aufgebaut. Also das kann so schlecht nicht gewesen sein. Wir Hochschullehrer sind wirklich in die Pflicht genommen worden. Die Studenten riskierten durchzufallen, wenn sie nicht in den Seminaren bei uns was Vernünftiges lernten. Und mein Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung ist ein hundertprozentiges Gewächs dieser Nähe zu den Ausbildungszielen. Wir wussten noch nichts von Bildungsstandards, aber wir haben trotzdem versucht, sehr realitätsgerecht auszubilden. Und das muss die Uni heute nicht mehr. Durch Bachelor-Master ist man ja eher noch wieder ein bisschen weiter weg. Der Kultusminister kann leider nicht mehr eingreifen in die Prüfungsordnung. Ja. Das halte ich auch für ein Kernproblem, die Staatsexamen. Das Staatsexamen hat ja auch die Möglichkeit, natürlich für die Politik mitzusteuern, was Ziele des Studiums sind. Und ich muss gestehen, ich habe es zum Beispiel, ich war eine Zeit lang in Bayern, dort sehr genossen, dass wir eine Landesprüfungsordnung hatten, wo man sich auch gar nicht in seinen Lehrveranstaltungen gegen gewisse Themen wehren konnte, sondern im Grunde genommen dort festgeschrieben war, was eine gute Lehrkraft in der ersten Phase lernen sollte. Und da hatten wir keine Wahl, weil die Prüfung auch zentral war. Wenn wir es nicht unterrichtet haben, dann fielen unsere Studierenden im ersten Staatsexamen reihenweise durch. Fand ich gar nicht schlecht. Hört sich ein bisschen reaktionär an, zugegebenerweise. Aber hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Denn das, was wir heute erleben, ist, wenn der eine Kollege beispielsweise preußische Gymnasialreform als Hobby hat, dann ist es das, was unsere Lehramtsstudierenden im Wesentlichen lernen. Mag auch zur Allgemeinbildung gehören, hilft aber im täglichen Unterrichtshandeln wenig. Ich habe da noch eine Anmerkung. Seit 40 Jahren, seit ich dabei bin, wird immer diskutiert, müssen wir nicht ein strenges Assessment machen für Lehrpersonen. Und ich habe das einmal erlebt in Helsinki, an der Uni Helsinki. Die haben 100 Studienplätze fürs Gymnasiallehramt pro Jahr. 1000 Bewerber machen dann eine Woche lang Assessment und filtern die 100 von ihnen geeignet erscheinen nach kognitiven, sozialen und anderen Kriterien raus. So, die machen sehr zügig alle Examen mit blendenden Abschlüssen und schon, wenn die ihr Examen in der Tasche haben, ist 50% dieser 100 Lehrer bei Nokia und sonst wo. Also je strenger ich Assessment mache, umso schwieriger wird es. Wir werden in Deutschland auch gar nicht in der Lage, die erforderliche Anzahl von Lehramtsstudierenden zu finden, wenn wir in diesem Stil ein Assessment Center aufmachen. Aber ich würde doch raten, lieber ins Lehramt gehen als zu Nokia. Ist man bald arbeitslos. Ja. Das war damals noch nicht abzusehen, als wir da waren. Und ich bin sicher, das sind inzwischen andere Firmen, zu denen wir jetzt sind. Ja.
auch ein interessanter Aspekt, Lehrer zu werden aus Sicherheitsgründen. So. Ja, du könntest ja sagen, die haben Schuld daran, dass es mit Nokia. Ja. Ich würde gerne nochmal einen nächsten Block eröffnen, und zwar, welche Bedeutung eigentlich Fachwissenschaft, Didaktik und Pädagogik haben. Das ist so eine Parallele zum Journalismus, die ich ziehen würde. Da gibt es auch Journalistik-Studiengänge, aber die meisten Journalisten sagen, Journalismus ist keine Wissenschaft, sondern ist ein Handwerk. Man muss irgendein Fach können, aber da muss man halt schreiben. Man muss sehen, dass es funktioniert. Und so sehe ich manchmal auch als Laie den Lehrerberuf. Also es gibt natürlich muss man Fachwissenschaft drauf haben, um Fach zu unterrichten, aber sonst ist es ja sehr stark Handwerk. Und ich wundere mich manchmal, dass solche Elemente wie Schauspielunterricht, die in anderen Berufen gemacht werden, keine Rolle spielen. Oder wie man sich Auswahl der Klamotten und so ist ja ein Beruf, wo man ständig auf der Bühne steht, dass solche Sachen eigentlich zu wenig eine Rolle spielen. Mich würde das mal interessieren, ist es nicht in erster Linie Handwerk oder welche Rolle spielen Fachwissenschaft und Didaktik? Ja, also darf ich anfangen wieder, Hilber? Zunächst einmal ist es ja ein Hochschulstudium. Und die Hochschule bereitet nicht auf das Handwerk vor. Dafür ist das Handwerk da. Oder duale Ausbildung insbesondere. Das heißt, zunächst einmal geht es an der Hochschule darum, in der Lehramtsausbildung wie in anderen akademischen Ausbildungsgängen, wissenschaftliches Denken, Reflexionsfähigkeit, Selbstregulation, lebenslanges Lernen anzubahnen, die kritische Auseinandersetzung mit Themen und der tiefe Einstieg in exemplarische Fächer oder ausgewählte Fächer. Das heißt, die Universität in der ersten Phase kann bewusst nicht den Anspruch haben, die Handlungslogiken bzw. gar Handlungspläne in die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung primär einzubringen. Sobald sie das tut, kann man es besser an einer Fachhochschule machen oder auch an der Akademie mit einer dualen Ausbildung. Dann verliert die Lehrerausbildung ihren akademischen Status, dann verliert sie im Übrigen auch die Besoldungsgruppen A12 bis A16. Dann ist bei A12 nämlich die Decke erreicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was heißt das denn letztendlich dann? Und die zweite Phase ist anders. Die zweite Phase ist tatsächlich die Vorbereitung auf die Tätigkeit. Und hier würde ich schon sagen, wir haben ja immer die großen drei Säulen, die wir diskutieren. Fachwissen, Fachdidaktik und pädagogisches Wissen. Und ich glaube, man ist ein Narr, wenn man versucht, die drei Facetten gegeneinander auszuspielen. Also wenn ich beispielsweise in Diskussionen höre, selbst von Unipräsidenten, dass sie sagen, diese Fächer sind unwichtig und wenn man die kleinen Kinder, wenn man da pädagogischen Impetus hat, dann wird aus denen schon was werden, dann frage ich mich, wie kann es passieren, dass so jemand Unipräsident wird, der solche Aussagen trifft. Weil wir natürlich wissen, auch in der Grundschule, wenn das Kind kommt und sagt, Frau Meier, warum ist der Westensee zugefroren, aber nicht die Ostsee? Und Frau Meier sagt, ja, weiß ich auch nicht. So verstehe ich nicht den Auftrag von Schule. Das heißt, wir müssen diskutieren, wie viel Fachwissen braucht eine Lehrkraft, wie viel fachdidaktisches Wissen braucht sie und wie viel pädagogisch-psychologisches Wissen braucht sie. Ob sie dann auch noch Schauspieler können muss und ob sie einen Dresscode verstehen muss, ist eine zweite Frage. Die finde ich interessant, die Frage. Finde ich auch interessant für Professoren. Was die und Journalisten. Und Journalisten. aber um es abzuschließen, wenn wir uns einig sind, dass alle drei Wissensfacetten zentral sind, dann kann man ja im nächsten Schritt auch untersuchen, wo erwirbt man das? Und was wir dort eben sehen, Fachwissen erwerben sie nur an der Universität. Alles spricht dafür, dass was man im Fach nicht in der Universität lernt, man später auch nicht mehr lernt. Also insofern spielt natürlich das Fach in der Universität eine erhebliche Rolle. Dem stehen wir voll zu. Aber übertrag mal deine These, dass die Uni nur für das fachwissenschaftlich tiefe Lernen zuständig ist, auf Medizinerberuf. Dann würden die Mediziner nach ihrem ersten Staatsexamen das erste Mal kranken Patienten sehen. Und ja, die gehen ja ins Praktikum, machen unsere Lehrkräfte ja auch. Gut. Aber die Mediziner besuchen trotzdem ganz viele fachwissenschaftliche Veranstaltungen. Ja. Das heißt, stimme ich auch voll zu. Ja. Und ich meine, wie lange gehen die hinterher noch in die Facharztausbildung? Ja. Du bist ja bei Koaktiv dabei, da ist ja genau das herausgekommen, da habe ich auch meine Meinung geändert. Also herausgekommen ist, hohes fachwissenschaftliches Wissen korreliert mit hohem fachdidaktischen Können. Ja, und es gibt auch Mitnahmeeffekte. Wenn ich das Fach gut kann, erleichtert mir das einfach. Und das ist eine wichtige Botschaft. Ja. Und das sage ich als ehemaliger Grundschullehrer prima. Deshalb brauchen wir ein genauso gründliches und langes Grundschulstudium, wie die Gymnasien es bekommen. Denn nichts ist didaktisch anspruchsvoller als ein Lese-Schreib-Lehrgang oder ein Mathe-Lehrgang in der ersten, zweiten Klasse. Ja, wobei ich einschränkend sagen würde, dieses ist zu bestimmen, wie viel Fach braucht eine Grundschullehrkraft und wie viel Fach braucht eine Gymnasiallehrkraft. Okay, da schon das, sind Unterschiede. Das ist aber eine Diskussion, die auch nicht gelöst ist. Aber vielleicht ein Punkt, der unter Ihnen strittig sein könnte, brauchen wir nicht mehr
Sie sagen, Sie sind eher Hochschullehrer als Forscher. Herr Köller ist ja sicher, sieht sich eher als Forscher als als Hochschullehrer. Nein, der ist beides. Zugegebenermaßen, ich habe aber nur zwei Semesterwochen studiert. Brauchen wir nicht mehr Professoren, die den Lehramtsstudentinnen und Studenten beibringen, also natürlich muss ich selbsttätig sagen, beibringen, wie man guten Unterricht macht, und weniger, die daneben stehen, zugucken und dann Daumen hoch, Daumen runter. Ja, ich meine, das ist so. Ich komme von einer PH, da habe ich sehr viel gelernt, in 5 Semestern, so lange war ich da. Davon habe ich selbst als Hochschullehrer dann noch gezehrt, weil da viele Grundlageninformationen geliefert wurden, die ich an der FU Berlin nicht bekommen habe, als ich da Erziehungswissenschaft studiert habe. Also, ja, da muss man dran drehen. Dresscode, das ist kein Thema, aber schauspielerische Kenntnisse sind extrem hilfreich. In den Niederlanden ist das Fach Drama und auch in der Schweiz, wenn ich recht weiß, Fach Drama ein vorgeschriebener Bestandteil der Lehramtsausbildung. Und Drama heißt da szenische Arbeit. Ich habe das mit meinen Studierenden immer wieder gemacht. Szenisches Interpretieren ist ein bestimmter Ansatz. Und da lernt man extrem viel über sich selbst und über die Schüler. Also volle Zustimmung. Wir müssten nur die Curricula in den Universitäten entsprechend verändern. Und das wäre so schwierig gar nicht. Das wäre zu schaffen. Ja. Wobei ich natürlich auch immer wieder argumentieren würde, auch für die dritte Phase Lehrerfortbildung, wir können natürlich Angebote machen. Was davon in der Praxis ankommt, ist der Praxis überlassen. Denn die Praxis funktioniert auch ohne unsere wissenschaftlichen Angebote. Ob sie besser funktioniert, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Also ich betreibe jetzt seit über 20 Jahren Bildungsforschung, bilde mir auch ein, dass unsere Zunft einiges an Wissen beigetragen hat im Hinblick auf Schul- und Unterrichtsentwicklung, bilde mir aber nicht ein, dass es in vielen Köpfen angekommen ist. Also wir haben hier immer noch das Problem, dass wir eine große Kluft haben zwischen dem, was wir heute wissen und dem, was wir heute sehen in den Schulen. Ich habe mir neulich gerade wieder erzählen lassen, dass in Nordrhein-Westfalen, ich glaube es war Nordrhein-Westfalen, jetzt bei der Schulinspektion, man quasi durchfällt, wenn nicht das Kollegium geschlossen offenen Unterricht macht. Egal wie der offene Unterricht aussieht, Hauptsache er ist offen. Und da sehen wir eben, wie ein ganzes Land, wie die ganze Bildungspolitik, scheinbar aufgeklärter Bildungspolitiker, offensichtlich an dieser Klientel offensichtlich spurlos jegliche wissenschaftliche Erkenntnis vorbeigegangen ist. Ja, ich war gerade an der Laborschule Bielefeld und habe mit denen ihren Inspektionsbericht durchgelesen. Sie sind in bestimmten Bereichen scharf kritisiert worden, ausgerechnet die Laborschule, die seit 40 Jahren erfolgreich offenen Unterricht macht, ein Individualcurriculum für jeden Schüler. Die wundern sich dann natürlich, wenn sie das Votum bekommen, zu wenig innere Differenzierung. Eine Beobachtungsbogen, den die benutzen, da berufen sie sich auf meinen Zehnerkatalog, aber sie haben ihn unangemessen umgesetzt, genau mit dem, was du genannt hast, nicht? Also die Stärke des Frontalunterrichts oder des Plenumsunterrichts, sage ich lieber, ist doch gerade die vom Lehrer gesteuerte, strukturierte, systematisch aufbauende Wissens- und Könnsvermittlung. Ja. Und wenn man dann immer nur misst, wie viele Rollenspiele haben die gemacht, dann kommt ein falsches Ergebnis heraus. Die müssen ihr Qualitätsanalyseinstrument ändern, die Schulen müssen nicht so viel ändern, die müssen mit gutem Gewissen Frontalunterricht machen, aber wissen, dass sie den Umfang von 80%, wenn es geht, vielleicht in einem 10-jährigen Prozess auf 50% senken sollen. Wie du immer sagst, Mischwald statt Monokultur. Ja. Ich habe Herr Mayer sehr woanders gesagt, was ich sehr sympathisch fand. Wenn wir in der Schule nur noch empirisch abgesichert handeln, dann können wir den Betrieb für 15 Jahre einstellen. Das ist ja auch ein Problem sicher für fürs Lehramtsstudium, auch für die Bildungspolitik. Sie müssen ja alle unter dem Druck der Öffentlichkeit, unter dem Druck der Schüler, die was lernen wollen oder sollen, je nachdem, muss ja gehandelt werden, obwohl man gar nicht so recht weiß, wie es eigentlich funktioniert. Man muss dann so aus der Tradition, ich weiß nicht, aus der Erfahrung sozusagen, handeln. Herr Köller, was sagen Sie zu diesem, finde ich, sehr berechtigten Angriff auf die Empirie? Also wenn damals, sagen wir bei der Veröffentlichung der PISA-Studie 2001, wenn damals die Bildungspolitiker gesagt hätten, wir haben jetzt hier sehr interessante Erkenntnisse, die deuten überhaupt nicht auf ganz konkrete Handlungen hin, das müssen wir jetzt erstmal in Ruhe beraten, dann wären die sozusagen rausgejagt worden. So haben sie relativ geschickt einen 7-Punkte-Plan aufgestellt, um Handlungsfähigkeit zu demonstrieren, und haben nicht auf die Empiriker wiederum gewartet.
Ich glaube, man muss unterschiedliche Ebenen beachten. Also wenn wir beispielsweise rausbekommen, auch mit Hilfe dieser großen Schulleistungsstudien, dass Schülerinnen und Schüler im Mittel Schwierigkeiten haben, beispielsweise Mathematik und auch in den Naturwissenschaften, ihr Wissen anzuwenden in praktischen Kontexten, dann heißt das zunächst einmal, dass man Informationen im Prinzip bereitstellt, dass sich in der Lehrerfortbildung möglicherweise ein Defizit zeigt, was man beheben muss. Für den einzelnen Unterricht der jeweiligen Person heißt es erstmal gar nichts, aber man bekommt man bekommt Anregungen, wie man möglicherweise in der Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung Dinge anders machen kann. Genauso, wenn ich weiß, welche erhebliche Rolle das Fachwissen und fachdidaktische Wissen spielt, dann kann ich natürlich umsteuern in der Bereitschaft, fachfremd unterrichten zu lassen. Also eher so auf solcher Meso- oder Makroebene Veränderungen herbeizuführen. Was den Einzelfall betrifft, ich meine, machen wir uns da nichts vor, wenn ich nach Hause gehe, dann fange ich da auch nicht an, meine Theorien in der Erziehung meiner Kinder anzuwenden. Sondern wenn die sich nicht benehmen, dann gibt es einen verbalen Rundschlag und dann ist hoffentlich wieder Ruhe und dann weiß ich im Nachhinein, dass verbale Aggressivität eigentlich Kinder neurotisiert oder traumatisiert und fange auch nicht erstmal an, nochmal das Buch aufzuschlagen oder meine letzten drei Publikationen und gucke dann, was leite ich daraus ab. Also das je individuelle Handeln, da haben wir glaube ich überhaupt keinen Dissens, kann nicht wissenschaftsbasiert sein. Aber Reformen auf einer höheren Ebene können sehr wohl wissenschaftsbasiert sein. Ich glaube, wenn sie forschungs- und wissenschaftsbasiert sind, diese Reformen, sind sie besser, als wenn sie der naiven Theorie einer einzelnen Ministerin unterliegen. Ja. Stimmt dir zu, du hast in einem Vortrag auch mal mit Schleiermacher angefangen. Ja. Sag mal dieses Zitat. Ich kann es nicht auswendig, ich habe es auf dem Rechner. Aber erst kommt die Praxis und dann kommt die Theorie. Die Dignität der Praxis ist unabhängig von jeder Theorie, aber ja. Durch die Theorie wird die Praxis eine bewusstere. Hat Schleiermacher zwar 1806, gucken wir nach. 1823. Okay, ja, Klugscheißer. Das ist egal. So, und also, auf jeden Fall, also was heißt Dignität? Die Würde des Unterrichts wird von dem Praktiker bereits geleistet und da muss man nicht dran rumkritteln. Genau. Aber mir greift das Zitat ein bisschen zu kurz. Denn Wissenschaft ist auch dazu da, Kritik zu formulieren. Genau. Und das kann man mit den neuen empirischen Ergebnissen jetzt noch viel besser, als wir das vor 40 Jahren als Bildungstheoretiker gemacht haben. Da haben wir immer nur eine Kritikförderung eingeklagt, dass das wichtig sei. Jetzt kann man auch damit diese Unterrichtspraxis gestalten. Ja. Also Schleiermacher hat zur Hälfte recht. Man muss nicht dauernd da theoriebasiert schauen. Geht auch gar nicht. Ich entscheide in einer halben Sekunde. Auch Kerstan hat natürlich recht. Politik kann nicht warten, bis die Wissenschaft die Ergebnisse präsentiert. Sondern Politik ist unter anderem in Handlungslogiken und muss schnell reagieren. Und da würde ich Ihnen völlig zustimmen, Herr Kerstan. Und tut es ja auch. Und die Schule wird ja auch nicht abgeschafft. Und auch die Prognosen von Herrn Hütter und dass in 10 Jahren die Schule zusammengebrochen sei. Da gehe ich jede Wette ein, da verwette ich mein ganzes Haus rum. Das wird nicht eintreten. Okay, also Gegenwetten werden angenommen von Herrn Mayer, der das Haus haben möchte. Ich befürchte, dass Sie beide in 10 Jahren noch ökonomisch erfolgreich sind, die genannt wurden. Also die Fecht und Hüter, die haben ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Ich würde gerne, ich hoffe, es gibt nicht zu viel Harmonie, aber das haben wir noch im Zettel, das Thema Hirnforschung. Das ist ja auch so ein Modethema und ich finde es toll, dass hier so viele Teilnehmer sitzen, aber wenn man sich Veranstaltungen von Herrn Spitzer, von Herrn Hüter, von Herrn Precht zur Schule und zum Lernen anguckt, die haben Seele mit 1000 Leuten, die zum Schluss begeistert auf den Tischen stehen und klatschen. Haben wir, wenn man von Precht mal absieht, also Spitzer und Hüter, hat die Hirnforschung eine Wende in der Pädagogik vorbereiten, wo die Empiriker sozusagen dann in die Wand gedrängt werden? Ich kann da vielleicht eine Geschichte erzählen. Wir haben auch in der Leibniz-Gemeinschaft einen Kollegen, den ich sehr schätze, der auch gut ist, Henning Scheich heißt der ist in Magdeburg, der kommt dann und sagt, also wir haben neulich Rattenexperimente gemacht, da haben wir jetzt gesehen, dass tatsächlich, wenn die aus einem Fehler lernen, ganz viel Dopamin im Gehirn rausschießt. Also wir wissen jetzt, offensichtlich, wenn man einen Fehler überwindet, dann lernt man. Und dann sage ich, Herr Scheich, das finde ich spannend. Das wissen wir in der Psychologie seit ungefähr 120 Jahren, dass wenn man Fehler überwindet, Charlotte Bühler hat das, glaube ich, als Aha-Erlebnis geschrieben, wenn man Fehler überwindet, dann lernt man besser. Und dann lernt man auch relativ schnell.
Die Stärke ist, dass die Hirnforschung uns heute physiologische Korrelate für das liefert, was wir schon immer wussten. Das heißt, wir können das, was wir schon immer wussten, auf eine biologische, neurophysiologische Basis fundieren, belegen. Wir sind dort deutlich weiter, als wir es früher waren. Wir wissen heute auch viel mehr zum Beispiel über das Kurzzeitgedächtnis. Wie lange doch Spuren im Kurzzeitgedächtnis haften bleiben, viel länger als die Psychologie gedacht hat. So, aber das Wissen, dass jetzt ein Faktum ein bisschen länger im Kurzzeitgedächtnis bleibt, als wir das vor 40 Jahren gedacht haben, was heißt das für Mathematikunterricht, was heißt das für Deutschunterricht? Da würde ich sagen, bevor ich 12.000 Euro für eine Stunde Spitze ausgebe, hole ich mir für diesen Satz 24 gute Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker und lasse mir dort ein Curriculum bauen, wie ich im Grunde genommen meinen Sprachenunterricht wirklich systematisch verbessern kann. Denn wenn wir ehrlich sind, die Neuroforschung hat für den Fachunterricht nicht eine einzige weiterbringende Botschaft. Also wenn Schüler sich freuen, lernen sie besser, das finde ich, das ist nicht falsch, das sagen die ja auch immer. Oder das Gehirn lernt immer. Ja, was heißt denn das? Was heißt das für den Fachunterricht? Gar nichts. Also ich würde hier ganz klar dafür plädieren, schauen Sie sich die Talkshows an. Das ist immer noch besser, als wenn Sie sich einen Horrorfilm angucken. Vielleicht noch nicht. Aber glauben Sie nicht, dass die Hirnforschung Ihnen ernsthaft etwas für Ihr Unterrichtsverhalten oder für einen gelingenden Unterricht sagen kann. Wenn man seriöse Hirnforscher fragt, zum Beispiel relativ seriös Gerhard Roth, über den wir heute gesprochen haben, der schreibt das im Übrigen auch in seriösen Zeitschriften, dass die Hirnforschung konkret ganz wenig zum Unterricht zu sagen hat. Eigentlich fast gar nichts. Und er überlässt uns auch das Feld als Allgemeindidaktiker, als Unterrichtspsychologen und eben auch den Fachdidaktiker. Also ich erwarte von den Gehirnforschern, dass sie interdisziplinär arbeiten und wenn sie Aussagen zur Didaktik machen. Die eben genannten Hüter und Spitzer tummeln sich als Hobbydidaktiker. Ja. Und hin und wieder treffen sie was Gutes, Wichtiges und hin und wieder auch nicht. Pestalozzi hat schon gesagt, Lernen ist immer mit Kopf, Herz und Hand. Und das, was du ihm gesagt hast, das wissen wir jetzt. Viel spannender ist für mich eigentlich die Frage, warum sind so viele Lehrpersonen so fasziniert von den Neurowissenschaftlern? Die Neurodidaktik selbst, ja, bringt mich viel. Ich merke sowieso an, wir brauchen genauso dringend eine Gastrodidaktik, denn es reicht nicht, einfach nur die Gehirnwindung zu nehmen. Alle diese Ansätze, die von einem spezifischen Forschungsfeld aus sagen wollen, wie im Klassenzimmer unterrichtet werden sollen, leiden darunter, dass sie nicht die ganze Aufgabe einer Lehrperson erfassen. Ich kann aus der Neurodidaktik genauso wenig wie aus der Idee der Kompetenzorientierung ableiten, wie das Lehrer-Schüler-Verhältnis sein soll. Genau. Und das ist fundamental. Wie gestalte ich das? Und da sind die alten Didaktiker wieder stark. Luther Klingberg und andere mehr, die sagen, das muss ich genau analysieren. Dazu hat er auch einen sehr präzisen kategorialen Rahmen entwickelt. Sie haben mir meine Abschlussfrage weggenommen, deswegen will ich es nochmal wiederholen. Herr Stellen, das ist eine Frage, die mich auch umtreibt. Warum die Veranstaltung von Spitzer und Hüter massenhaft von Lehrern besucht werden? Herr Köller, das ist doch letztlich ein Versagen der Erziehungswissenschaft. Also ich hatte mehrmals das Vergnügen, mir solche Veranstaltungen auch anzugucken von Herrn Spitzer. Der ist einfach irre eloquent und der ist unterhaltsam. Also früher hätten wir gesagt, wenn wir Hans-Joachim Kuhlkampf, das ist so meine Generation, einer wird gewinnen, wenn wir Hans-Joachim Kuhlkampf in die Arena schicken, dann werden die Lehrkräfte ihm hinterher auch zujubeln. Oder wenn wir heute Günther Jauch irgendwo hinschicken, werden die Massen ihm auch zujubeln. Das heißt, wir haben es hier mit Personen zu tun, die unter dem Schein der Wissenschaft tolle Auftritte haben. Und das, was eigentlich die Person ausmacht, attribuiert man auf die Disziplin. Das heißt, das merkt man gar nicht. Ihr Kollege Spielberg hat ja auch von den Propheten in der Zeit gesprochen. Man merkt im Grunde genommen, wenn sie sich Spitzer oder Precht, ich weiß nicht, wer von Ihnen diese Show Precht-Hüter gesehen hat, das war im Grunde genommen eine Fundamentalkritik an System Schule, aber auch an den Lehrkräften. Und sie jubeln Menschen zu dafür, dass sie sie schlecht machen. Das kann eigentlich nur an den Personen liegen. Und Spitzer, wie gesagt, also manchmal macht man ja nachts den Fernseher an und sieht man in der Straßenbahn durch die Gegend fahren und dabei wird er interviewt. Das ist halt auch ein cooler Typ, der gut reden kann und der, glaube ich, mit seinen Botschaften, die oft sehr platt sind, gut ankommt, weil von ihm eben so ein Charisma ausgeht. Aber wie gesagt, ich bin mir sicher, wenn Günther Jauch morgen anfängt zu reden, wie man gute Schule macht, werden ihm die Massen genauso zulaufen. Okay, ich glaube, das ist ähnlich wie die Homöopathie, ich will jetzt hier ganz zu nahe treten, aber
auch ein Bedürfnis befriedigt, was die Schulmedizin irgendwie nicht Hacketal. Packt, das ist so ähnlich. Deswegen finde ich, muss man das durchaus sehr ernst nehmen. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch und fand, ich glaube, das ist genug Streitpotenzial.